Mögt ihr Züge? Mögt ihr Historienfilme? Mögt ihr Spiele wie Frostpunk, FTL, XCOM oder This War of Mine? Falls ihr eine dieser Fragen bejaht, könnte euch das Spiel, das wir uns heute ansehen, interessieren. Last Train Home vom tschechischen Entwickler Ashborn Games entführt uns ins Russland der 1910er Jahre, welches sich gerade nach dem Sturz des Zaren aus dem Ersten Weltkrieg zurückgezogen hat. Dort übernehmen wir das Kommando über eine Gruppe tschechoslowakischer Legionäre, die sich nun auf der falschen Seite der russischen Grenze befinden und nicht auf dem Weg nach Hause können, auf dem sie herkamen. Stattdessen führt der einzige Weg in die Heimat ironischerweise genau in die andere Richtung. Mit einem gepanzerten Zug müssen wir bis zur anderen Seite Russlands nach Wladiwostok reisen, um dann mit dem Schiff die Heimreise antreten zu können. Um das mal in ein Verhältnis zu setzen, das sind allein schon mal über 6.500 Kilometer Luftlinie. Die tatsächliche Zugstrecke sind eher an die 10.000. Und das alles im nahenden Winter, während um die Strecke herum ein Bürgerkrieg ausbricht. Bevor wir beginnen, möchte ich anmerken, dass mir das Spiel vom Publisher THQ Nordic zur Verfügung gestellt wurde. Last Train Home ist im Grunde genommen zwei Spiele in einem. Die eine Hälfte ist das Zugmanagement, wo man klar Einflüsse aus Frostpunk und This War of Mine von Ashborns polnischen Kollegen bei 11-Bit Studios erkennen kann. Der Zug braucht Treibstoff für die weitere Fahrt, sowie Holz, Metall und Stoff für Verbesserungen. Gleichzeitig wollen aber natürlich auch eure Soldaten ernährt werden. Die andere Hälfte sind die Kampfeinsätze, die sich mehr wie ein Echtzeit-XCOM spielen. Oder auch Kommandos, aber da ich das nicht selbst gespielt habe, setze ich das mal in Klammern. Das Spiel beschreibt sich selbst als RTS, ich würde es aber mehr als Management- und Taktiksimulation einordnen. Im Management-Teil planen wir unsere Zugfahrt, teilen unsere Soldaten für Arbeitsschichten ein, verbessern oder reparieren bei Bedarf den Zug und schicken Trupps los, um Orte abseits der Strecke nach brauchbaren Gütern abzusuchen. Das sieht erstmal nach viel aus, nicht zuletzt dank der ziemlich überladenen Nutzeroberfläche, die euch mit Informationen nur so bombardiert und zumindest gefühlt oft mit Infos, die euch gerade gar nicht weiterhelfen. Aber die Orte, die wir besuchen können, sind nicht sehr vielfältig und die des gleichen Typs erfordern auch immer die gleichen Talente für unsere Soldaten, sodass wir eigentlich immer dieselben Leute losschicken wollen. Jäger und Überlebenskünstler für Wälder und Seen, Einbrecher und Hauswirtschafter für verlassene Dörfer, Habgierige für Besuche bei Händlern. Generell sollen wir viele kleine Entscheidungen treffen, die aber im Großen und Ganzen keine echte Bedeutung zu haben scheinen. Jemand ist verletzt, also schicke ich ihn in den Sanitätswaggon oder lasse ihn in der nächsten Stadt behandeln. Ein Zug-Upgrade oder eine Reparatur sind nötig, also stelle ich die Rohstoffe bereit und teile ein paar Arbeiter ein. Wen ich nehme, ist in der Praxis völlig egal, da es so oder so schnell genug geht. Wenn die Nahrung knapp wird, halbiere ich halt die Rationen. Und das vorhin genannte Problem mit den immer gleichen geforderten Talenten wäre vielleicht verkraftbar, wenn Truppmanagement ausgereifter wäre. Allerdings können wir unsere Trupps weder entsprechend ihre Aufgaben umbenennen, noch kann ein Soldat zwei verschiedene Trupps gleichzeitig angehören. Wenn eure besten Soldaten also sowohl den Management-Teil als auch den Taktik-Teil stemmen, müsst ihr ständig eure Trupps auflösen und neu zusammenstellen. All das führt uns auch zu zwei Beispielen, die gut zeigen, wie Last Train Home im Vergleich zu Frostpunk schwächelt. Für Erkundungstrupps in Frostpunk hat der Spieler immer die Qual der Wahl, wo sie als nächstes hingehen sollen. Jeder dieser Orte könnte dringend benötigte Güter oder Überlebende mit ebenso dringend gebrauchter Arbeitskraft beherbergen. Sie aufzusuchen kostet Zeit und der Spieler muss abwägen, wann er die Kundschafter zurückruft, um die gefundenen Güter auch tatsächlich nutzen zu können. Last Train Home hat sehr wenige Points of Interest, eure Truppen entfernen sich also nie weit vom Zug und sie müssen ihre Funde auch gar nicht zurückbringen. Der einschränkende Faktor ist hier mehr die Ausdauer. Fairerweise muss man auch erwähnen, dass die Kundschafter in Frostpunk absolute Giga-Chats mit unbegrenzter Ausdauer sind, die man selbst schwerkrampf bei minus 80 Grad Celsius rausschicken kann und erst dann in den Schnee beißen, wenn man ihren Trupp auflöst. Wo wir beim Thema Ausdauer sind, das führt mich zum Thema Tutorial, bevor wir das zweite Beispiel besprechen. Das Tutorial für den Taktikteil nimmt den Spieler sehr fest an die Hand. Das Gegenstück zum Management-Teil unterschlägt dafür unter anderem wichtige Informationen zum Thema Zug-Upgrades. Und zwei dieser Upgrades für die Infanteriewagen sind praktisch essentiell, damit eure Soldaten sich im Zug überhaupt ausruhen und Gesundheit, Ausdauer und Moral wiederherstellen können. Man hätte hier also gut demonstrieren können, wie das System funktioniert, aber das passiert nicht. Die zweite Enttäuschung kam, als ich einen Kochwaggon erhielt. Dieser ist nämlich nur ein Aufhänger für ein Crafting-System. Im Normalfall muss Nahrung nicht zubereitet werden, ihr könnt aber besondere Nahrung herstellen, um die Moral einzelner Soldaten zu erhöhen, hungerbezogene Statuseffekte zu entfernen und vorübergehend ihre Fähigkeiten zu verbessern. Dass man mit vollem Magen besser arbeitet oder mehr Ausdauer hat, lasse ich mir ja noch gefallen, aber wie soll der Konsum von Kaviar jemanden charismatischer machen? Mit dem Crafting-System habe ich gar nicht interagiert, weil die nötige Erstinvestition viel zu groß für viel zu situative Belohnungen schien. Material bei Händlern gegen die gebrauchten Produkte zu tauschen, ist viel flexibler. Also habe ich den Waggon gar nicht gebraucht. Nahrung ist einfach nur eine Zahl, die ich gelegentlich checke. Jetzt vergleicht das mit Frostpunk, wo die Zubereitung von Nahrung Arbeitskraft und die Beheizung der Kochstube auch wertvollen Brennstoff erfordert.
wo wir Mahlzeiten vielleicht auf Suppe reduzieren oder mit Sägespänen strecken müssen, um alle einigermaßen ernähren zu können. Wenn es richtig, richtig, richtig schlimm läuft, kann es dort sogar auf die Kannibalisierung eurer Toten hinauslaufen. Von den Mitteln, zu denen ihr vielleicht greifen müsst, um eure Bevölkerung zu kontrollieren, ganz zu schweigen. Last Train Home bemüht sich, euren Soldaten Gesichter und Persönlichkeiten zu geben, und auf dem Papier haben sie auch alle möglichen Eigenschaften und Weltanschauungen plus eine handgeschriebene Biografie. Gelegentlich beeinflussen diese den Ausgang von Begegnungen. Wenn ihr untätig seid, überhört ihr manchmal Gespräche von euren Soldaten, die Erlebnisse und Anekdoten miteinander teilen, sich streiten oder gegenseitig Trost spenden. Aber das Spiel kommt jedoch schnell an seine Grenzen. Man würde ja meinen, dass gerade drei Rollen besonders im Mittelpunkt stehen würden. Der Spieler als Kommandant, sowie die Köche und Ärzte, mit denen alle Soldaten viel interagieren würden. Meine Köche waren das ganze Spiel über mit anderen Dingen beschäftigt, weil ihr eigentlicher Job so überflüssig war. Später müssen wir immerhin noch ständig in Bewegung bleiben, um nicht angegriffen zu werden, darauf achten, dass wir unsere Trupps am besten nur bei warmem Wetter losschicken und unsere Waggons heizen. Diese Mechaniken kommen aber erst schrittweise im Abstand von mehreren Stunden, und im ersten Gebiet, wo die Temperaturmechanik eingeführt wurde, fielen die Temperaturen noch gar nicht. Für Erkundungstrupps beläuft sich der neue Managementaufwand auch nur darauf, gegebenenfalls entweder etwas Stoff und oder Treibstoff zu opfern, um die Kälte zu kompensieren. Bedrohung sinkt und steigt relativ schnell und ist damit recht leicht zu managen, ihr Effekt ist aber sehr zufällig. Jetzt vergleicht das mit FTL, wo euch die Verfolgung durch die Rebellenflotte klar gezeigt wird und eure Routenplanung prägt. Und auch wenn ein Zeitlimit wegen des Schiffs suggeriert wird, wird kein solches definiert, weshalb es auch keinen Grund gibt, mehr Treibstoff für eine schnellere Zugfahrt zu investieren. Das tat ich letztendlich eher, weil ich in Treibstoff schwamm und eine kürzere Reise auch einen geringeren Nahrungsverbrauch bedeutet. Kapitel 5 etablierte zwar ein Zeitlimit für einen Auftrag, aber da man ohnehin nicht lange anhalten soll und auch wenig Grund dazu hat, sich Zeit zu lassen, habe ich meine Zweifel, dass es die Spielweise tatsächlich beeinflusst. In den Kampfeinsätzen steuern wir bis zu 10-köpfige Trupps. Es gibt für Einsätze immer eine Größenempfehlung, aber von 3 bis 10 Soldaten könnt ihr frei entscheiden. Hier gibt es eigentlich nicht super viel Besonderes zu erwähnen, aber dafür leider einiges zu bemängeln. Verdecktes Vorgehen ist in der Regel die Ideallösung und das ist grundsätzlich auch realistisch. Jedes offene Gefecht kostet im besten Fall kostbare Munition und im schlimmsten Fall die Leben eurer Soldaten. Aber die Stealth-Mechaniken in diesem Spiel machen daraus keine gute Erfahrung. Es scheint keinerlei Systematik dahinter zu stecken, welche Objekte auf der Karte die Sicht von Soldaten einschränken. Das Spiel versucht mir hier zu verklickern, dass der Rotarmist hier über oder durch den Zaunteil vor ihm sehen kann, aber die gleichen Regeln nicht für das Stück links von ihm gelten. Deckung funktioniert ähnlich wie in XCOM und den Vergleich mit dem Spiel werde ich gleich nochmal ziehen müssen. Wenn Soldaten in Deckung sind, sinkt die Gefahr, dass sie getroffen werden. Bei halber Deckung um 40 und bei voller Deckung sogar um stolze 80%. Allerdings scheint hierfür nur zu zählen, dass sich der Soldat in einer gültigen Deckung befindet. Aber nicht, ob diese Deckung überhaupt in der Schusslinie ist. So entstehen dann so tolle Situationen wie diese hier, wo 7 meiner Soldaten ihr Gewicht in Munition in Sandsäcke schießen. Ich bin kein Soldat, ich habe nicht mal Wehrdienst leisten müssen. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass auf diese Distanz 7 Leute auf ein einziges, sich nicht bewegendes Ziel schießen können und keiner von ihnen trifft. Stormtrooper haben ja diesen Ruf, nichts treffen zu können, aber die haben eine weit bessere Trefferquote und das berücksichtigt sogar die Vorfälle, bei denen sie absichtlich daneben geschossen haben. Last Train Home arbeitet auch mit einem Fog of War System, aber so wie es umgesetzt wurde, hätte man es sich auch direkt sparen können. Unter normalen Bedingungen arbeitet es einigermaßen realistisch. Und dann kommen eure Aufklärer ins Spiel. Diese starten mit der Fähigkeit, ihr Fernglas zu benutzen, um weiter entfernte Teile der Karte aufzudecken. Das erfordert zwar, dass dieser Aufklärer nichts anderes tut, aber dafür hat diese Fähigkeit nicht nur eine wirklich absurd große Reichweite, sondern verleiht euren Leuten auch noch den Superman-Röntgenblick, denn diese Fähigkeit lässt sich von so Details wie Gebäuden in der Sichtlinie nicht stören. Das führt zu einem ähnlichen Problem, wie es XCOM mit der Overwatch-Fähigkeit hat. Für die, die XCOM nicht kennen, dort ist es am sichersten, sehr langsam vorzurücken und jeden Zug mit dieser Fähigkeit zu beenden, damit, wenn dann die Aliens ihre Züge machen, eure Soldaten direkt das Feuer öffnen oder erwidern. Es ist oft die optimale Spielweise, um Verluste zu minimieren, aber auch eine sehr langweilige. Und hier fällt es sich ähnlich mit den Aufklärern. Es ist nervig, unlogisch und fügt dem Spiel nichts hinzu. Es wäre besser gewesen, den Fog of War entweder ganz wegzulassen oder Aufklärern einfach passiv eine deutlich erhöhte Sichtweite zu geben, zumindest wenn sie gerade keine anderen Aktionen ausführen. Eine andere Möglichkeit, um Kartenteile aufzudecken, ist die Eroberung von Kontrollpunkten, die dienen aber meist mehr als Missionsziel. Und ich verstehe auch nicht, wieso eure Soldaten an diesen oft erhöhten und sehr sichtbaren Orten Flaggen hissen, die theoretisch dem Feind ihre Präsenz verraten müssten. Aber das überrascht auch nicht mehr, wenn man weiß, dass feindliche Soldaten völlig blind für die Leichen ihrer Kameraden sind.
Egal, ob ihr zum Messer, Granaten oder Scharfschützengewehr greift, Soldaten hinterfragen nicht die plötzliche Abwesenheit ihrer Kameraden, wenn sie nicht gesehen haben, wie sie gestorben sind. Und selbst dann kehren sie schnell zu ihrem normalen Verhalten zurück, wenn sie eure Truppen nicht finden. Ein Feedback über eventuell verursachten Lärm fehlt, falls Lärm überhaupt eine Rolle spielt. Ebenso basic ist ihr Verhalten, falls sie eure Soldaten lange genug sehen, um misstrauisch, aber nicht alarmiert zu werden. Dann gehen sie nämlich ein Stück in die entsprechende Richtung, gehen dann zu ihrem Ausgangspunkt zurück und setzen dann ihr normales Patrouillenverhalten fort. Das führt schnell zu sehr unnatürlichen Bewegungsmustern und kann die Zeitfenster für eure Pläne komplett zerstören, wenn ihr einen sonst belanglosen Fehler macht. Glücklicherweise könnt ihr so ziemlich nach Belieben speichern und laden, was mich sehr überrascht hat, weil ich in einem solchen Spiel damit gerechnet hätte, dass Iron Man zumindest eine Option, wenn nicht sogar die Standardeinstellung ist. Stattdessen fehlt eine solche Option komplett, aber man darf trotzdem nur eine Reise speichern und mit Blick auf die Tatsache, dass wir bald das Jahr 2024 schreiben, verstehe ich beim besten Willen nicht wieso. Das führt zu einer schrecklichen Spielerfahrung, was Stealth angeht. Ideales Spiel sieht also vor, dass ihr teilweise mehrere Minuten am Stück rein gar nichts tut. An dieser Stelle sollte auch angemerkt werden, dass alle Missionen handgefertigt sind. Und wenn ich mir bestimmte Feindpositionen ansehe, kommt oft auch das Gefühl auf, dass es genau eine vorgesehene, perfekte Lösung gibt. Der Spieler soll also die Lösung finden, die sich die Level-Designer überlegt haben, statt anhand der Situation und den zur Verfügung stehenden Mitteln eigene Lösungen zu entwickeln. Alles andere kostet in irgendeiner Form Ressourcen. Zumindest gilt das, bis ihr merkt, dass Aufklärer noch größere MVPs sind als bereits genannt. Sobald ihr den Präzisionsschuss freischaltet, was recht schnell erreicht werden kann, können sie die meisten Probleme praktisch im Alleingang lösen. Diese Fähigkeit hat zwar einen Cooldown von 10 Sekunden, verfehlt aber nie, ist für Soldaten immer ein One-Hit und selbst bereits alarmierte Soldaten reagieren nicht schnell genug, um euren Schützen zuvorzukommen. Einen effizienteren Einsatz eurer kostbaren Munition gibt es nicht. Grenadiere, Sanitäter, Gewehr- und MG-Schützen haben zumindest noch situativen Nutzen, aber meist dann, wenn ihr andere Fehler gemacht habt oder eure Gegner besonders günstig stehen. Und das ist, bevor ihr wieder einen Artilleriewagen habt, der es euch noch leichter machen würde. Später fielen weitere Eigenheiten der KI auf. Fahrzeuge sind im Grunde Soldaten und bewegen sich auch genauso, oft sogar noch langsamer. Sie haben zwar mehr Gesundheit, aber scheinbar keine besondere Resistenz gegen eure üblichen Schusswaffen, und wenn sie über eure getarnten Soldaten fahren würden, schieben sie diese einfach sanft beiseite. Fahrzeugphysik, Fehlanzeige. Der Geruchssinn der sibirischen Wölfe scheint weggezüchtet worden zu sein, jedenfalls entdecken sie in Gebüschen versteckte Soldaten nur, wenn sie bereits alarmiert sind, selbst wenn sie eure Soldaten berühren. Und wenn feindliche Soldaten Geschütze oder Fahrzeuge besetzen, werden sie diese nie wieder verlassen und im Fall von ersteren nicht mal ohne Grund drehen. Das heißt auch, dass reine Truppentransporter ohne eigenes Geschütz keine Bedrohung sind. Hunde sind Spielern in jedem kompetenten Stealth-Spiel ein Dorn im Auge, weil sie in der Regel den Spieler allein durch ihre Nähe aufspüren und andere Gegner alarmieren können, also wieso hier nicht? Und für gepanzerte Fahrzeuge sollte ich Sprengstoff oder zumindest sowas wie einen besonderen Scharfschützen-Skill benötigen, der gezielt auf eine Schwachstelle schießt. Es gibt zwar Minen, aber mit der Bewegungsgeschwindigkeit und den unsinnigen Wegen, die Fahrzeuge wählen, macht auch das keinen Spaß. Und ich habe gesehen, wie Zivilisten sich nicht davon stören ließen, dass eine Gewehrkugel sie um Millimeter verfehlte. Wenn ich auf offener Straße eine Schießerei beginne, erwarte ich, dass sie zumindest in ihre Häuser flüchten oder in Deckung gehen, vielleicht sogar je nach Sympathie feindliche Soldaten alarmieren oder selbst die Gelegenheit nutzen, um sich gegen diese aufzulehnen. Last Train Home stellt standardmäßig die höchste Schwierigkeit ein, aber mit Blick auf die vorhin genannten Probleme führt das nicht zu einem guten ersten Eindruck. Um sich mit dem Spiel vertraut zu machen, hielt ich zunächst die Quartiermeister-Schwierigkeit für geeigneter. Hier wird die Schwierigkeit der Kampfeinsätze reduziert, während der Management-Teil unberührt bleibt. Es gibt auch eine umgekehrte Einstellung, die nur den Management-Teil vereinfacht, sowie einen Easy-Mode, der beides reduziert. Abseits dieser Voreinstellung könnt ihr recht viel selbst einstellen, sogar während eines laufenden Spiels. Wenn ihr richtig masochistisch veranlagt seid, könnt ihr es euch sogar bedeutend schwerer machen. Allerdings habe ich in meinem Quartiermeister-Run festgestellt, dass wohl viel von den Schwierigkeiten im Management-Teil durch Verletzungen oder Todesfälle in Kampfeinsätzen kommt, also hat das auch diesen Aspekt etwas entschärft. Ich habe auch den Verdacht, dass es durchaus eine brauchbare Spielweise sein könnte, sich auf den Taktikteil zu konzentrieren, in diesen Missionen gründlich nach Vorräten zu suchen und sonst stur von Bahnhof zu fahren. Auf dem Papier klingt es gut, wenn das Spiel sowohl als Zugmanager als auch als Taktiksimulation gespielt werden kann. In der Praxis haben aber Beispiele wie die Siedler neue Allianzen bereits gezeigt, dass es nicht funktioniert, wenn Kernelemente des Spiels so gestaltet sind, dass der Spieler sie konsequenzfrei ignorieren kann. Aus rein technischer Sicht ist Last Train Home recht solide, als Engine kam Unreal 4 zum Einsatz. Ich hatte einen Crash in knapp 20 Stunden Spielzeit, der aber an sich nicht tragisch war. Dumm war nur, dass ich das Spiel zwar danach neu startete,
aber die ursprüngliche Instanz nicht sauber beendet wurde, sodass OBS an dieser hängen blieb und gut anderthalb Stunden nur das letzte Standbild vor dem Crash aufzeichnete. Das Spiel war zuvor eine Zeit lang ohne Input meinerseits gelaufen, das könnte also auf ein Memory Leak hindeuten. Mir fiel außerdem auf, dass beim Laden eines Spielstandes, der in eine Taktiksimulation führt, immer zwei Ladezeiten hintereinander kommen. Das wirkt auf mich so, als würde das Spiel immer erst in den Management-Teil starten und dann die Taktiksimulation laden, was etwas unsauber gearbeitet wäre. Das Spiel scheint auch manchmal nach dem Beenden zwei Prozesse zu hinterlassen, von denen sich einer sogar versuchen widersetzt, ihn zwangsweise zu beenden, sowohl durch Steam als auch den Process Explorer. Danach funktionierten auch meine Internetbrowser nicht mehr und ich musste meinen PC über den Netzschalter neu starten. Irgendwas ist da ziemlich schief gegangen. Besonderes Lob verdienen die zum Teil real verfilmten Cutscenes. Der Aufwand hier muss immens gewesen sein und verdeutlicht, wie wichtig den Entwicklern das Thema ist. Besonders ins Auge fällt Karel Dobry, welcher unseren Berater Hauptmann František Langer spielt, auf dessen Erfahrung das Spiel unter anderem basiert. Und auch wenn sich das Spiel die üblichen Freiheiten lässt, um zum Beispiel Ereignisse von 5 Jahren in 6 Monaten zu zeigen, wurde doch viel Wert auf historische Genauigkeit gelegt, zum Beispiel bei den Waffen und den Zügen. Außerdem sind alle Charaktere standardmäßig in ihren jeweiligen Muttersprachen synchronisiert. Für manche Anlässe gibt es aber doch nur eine einzige Voiceline, was okay wäre, wenn sie nicht immer vom gleichen Soldaten wiederholt würde. Diese Immersion wird aber gebrochen, wenn das Spiel die eigenen Leistungen in Cutscenes völlig ausblendet. So sagte man mir nach Kapitel 2, meine Soldaten würden hungern, ihre Moral sei schlecht und ich ein unerfahrener Anführer, obwohl es die ganze Zeit volle Rationen gab, die Moral voll war und auch niemand gestorben ist. Wir müssen uns zwar an 2 Orten für eine von 2 Routen entscheiden, aber schwere Entscheidungen verlangte mir das Spiel sonst kaum ab. Wenn es um die Wahl zwischen 2 Belohnungen ging, war oft eine Option klar besser. 100 Nahrung oder 100 Treibstoff klingt ausgewogen, aber Nahrung ist schwerer anzuhäufen und damit mehr wert. Fragen wie die, ob und wie sich meine Soldaten in den Bürgerkrieg einmischen sollen, wurden mir stets abgenommen. Es gab hier Potenzial für alternative Geschichtsszenarien und verschiedene Enden. Irgendwann kam zwar der Befehl der Weißen Armee bei Gelegenheit zu helfen, aber in den ersten 4 Kapiteln bin ich keinem einzigen Weißarmisten begegnet, obwohl ich mich extra dazu entschieden habe, durch von ihnen kontrolliertes Gebiet zu fahren. Soldaten können scheinbar auch nicht dauerhaft verwundet werden, was mich vor die Entscheidung stellen würde, sie zurück und damit dem fast sicheren Tod zu überlassen, um die Chancen der übrigen Truppe zu verbessern, oder sie mitzunehmen mit dem Wissen, dass sie dauerhaft wertvollen Platz im Sanitätswagen belegen werden. Und falls es ein Event gibt, wo mir genau solche Soldaten begegnen, habe ich es nicht erlebt. An einem Punkt wurde ich zwar vor die Wahl gestellt, verletzte Tschechisten, die Kriegsverbrechen begangen haben, in einem Lazarett zu ermorden oder zu verschonen, aber die Konsequenzen dieser Entscheidung scheinen sich ausschließlich auf die Moral meiner anwesenden Soldaten zu erstrecken, die je nach deren eigener Haltung zu dem Thema steigt oder sinkt. Viele andere Entscheidungen laufen nur darauf hinaus, eine zusätzliche Quest anzunehmen oder abzulehnen, was in letzterem Fall im Prinzip bedeutet, dass sie auf Inhalt verzichtet. Laut den Entwicklern war Last Train Home ursprünglich als Roguelike gedacht, was aber aufgrund der langen Spielzeit einfach nicht sinnvoll war. Eine Reise wird auf etwa 40 Stunden Spielzeit geschätzt und ich glaube auch, dass das hinkommt. Das ist selbst dann, wenn es bei einem Playthrough bleibt, ordentlich und deshalb tue ich mich schwer, dem Spiel seinen überschaubaren Wiederspielwert zum Vorwurf zu machen. Aber ich muss hinterfragen, ob das Spiel nicht zu lang gezogen wurde. Und hier zeigt sich, in was für einem Grundsatzkonflikt dieses Spiel steckt. Roguelikes sind normalerweise kurz, ein Run dauert selten länger als 1 bis 2 Stunden, vor allem sobald der Spieler vertrauter mit dem Spiel ist. Das passt natürlich nicht, um eine 5-jährige Reise abzubilden, aber dadurch, wie lang das Spiel ist, verstehe ich, dass die Entwickler nicht wollten, dass der Spieler kurz vor Schluss scheitert. Eine übliche Roguelike-Progression zwischen den Playthroughs hätte auch nicht gut ins Setting gepasst. Aber das heißt eben auch, dass der Spieler kaum so gefordert werden kann, wie er sollte. Das genannte Speichersystem tut sein Übriges. Ich kann leider nicht behaupten, eine Lösung zu haben. Am ehesten fiele mir ein System ein, wo jeder Run eines der Kapitel im Spiel abdeckt. Ich habe nur die ersten 4 von insgesamt 9 Kapiteln abgeschlossen, nach 15 Stunden in meiner aktuellen Reise. Ob ich das Ende überhaupt noch sehen will, weiß ich nicht, aber ich erlaube mir dennoch ein Urteil, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich dem Spiel einen Gefallen tue, wenn ich es komplett durchspiele und mir vielleicht noch mehr Dinge auffallen, die einfach nicht funktionieren. 15 oder sogar 20 Stunden sind ein großzügiges Zeitfenster und die Hoffnung, dass es vielleicht nochmal besser wird, reicht einfach nicht. Zusammengefasst, Last Train Home will zu viel und erreicht kaum eines seiner Ziele. Besser umgesetzt hätte jeder der beiden Teile das Spiel bereits im Alleingang tragen können, wobei ich den Management-Teil mehr vermissen würde. Ich weiß nicht, was Ashborn zurückgehalten hat. Ob sie zu wenig Zeit hatten, ob sich der Publisher eingemischt hat, sie sich einfach zu viel vorgenommen hatten oder andere Faktoren.
Ich weiß nicht, ob der Taktikteil eine externe Auflage war, um das Projekt massentauglicher zu machen, oder ob der Managementteil entschärft wurde, weil er Fokusgruppen zu komplex war. Aber ich weigere mich zu glauben, dass sie es nicht besser konnten oder wollten. Produktionen wie diese sind nicht super massentauglich. Die Thematik ist eine, mit der sich nur ein regionales Studio überhaupt befassen würde, und deshalb bin ich überzeugt, dass die Entwickler hier mit Herz und Seele hinterstanden. Solche Spiele, die Krieg und das Leben als Soldat mit all ihren hässlichen Facetten thematisieren, noch dazu mit Blick auf einen wenig beachteten Teil der Geschichte, gibt es nicht oft. Und genau das macht es so schade, dass Last Train Home bei weitem nicht so gut funktioniert, wie es möchte. Manche der genannten Probleme, wie die Funktionsweise von Deckung und Sichtkegeln, das KI-Verhalten oder das Balancing, sollten sich mit überschaubarem Aufwand lösen lassen. Aber andere Systeme müssten aufwendig general überholt werden, wie es sonst nur Entwickler wie Paradox tun. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Last Train Home ist, soweit ich das sehen kann, das erste Spiel, das Ashborn Games allein entwickelt hat. Ich wünsche dem Team dort, dass es nicht das letzte bleiben muss. Wenn ihr mit den genannten Problemen leben könnt und euch die Thematik interessiert, könnt ihr bei einem Sale über einen Kauf nachdenken, aber eher nicht zum Standardpreis von 40 Euro. Und wenn ihr auf einen Frostpunk auf Schienen gehofft habt, dann bin ich sehr sicher, dass ihr enttäuscht sein werdet.